Sophie. Ja, also wir haben uns beim Casting kennengelernt, hier in Moabit und zwar im September 2020 oder vielleicht war es August. Ich Und glaube, es war, glaube ich, nach August. Nee, September, weil ich weiß noch, da ging die Schauspielschule wieder weiter. Ich glaube, es ist im September gewesen. ja. Na, aber auf jeden Fall haben wir zusammen gespielt und es war, also erstens war es krass, weil wir mit einer Plastikplane zwischeneinander gespielt haben. Das war das eine. Und das zweite war aber, dass ich da so eine krasse Chemie gespürt habe. Ich glaube, ich habe mit zwei weiteren Dominics gespielt, aber das war nie so zack, boom, wie mit Bless. Das war von Anfang an da. Ja, also ich muss auch sagen, es war wirklich ein Magic Moment, weil ich an dem Tag literally mit, ich weiß gar nicht mehr, mit wie vielen Leuten ich gespielt habe. Ich war 7 Stunden da, wenn ich mich nicht irre, und mit so vielen Menschen gespielt. Und tatsächlich dachte ich mir bei Sophie genau das Gleiche. Das war dieses, ja, es hat genau gepasst. So. Und danach weiß ich noch, waren wir in so einem Park nebenan. Und wir haben uns einen Falafel geholt und uns unterhalten. Also so ging das weiter. Das war ganz schön. Ja, Kumbamba heißt Haben wir uns getroffen das erste Mal beim Essen. beim Oder? Essen. Beim Essen, wie immer. Nee, ich glaube, beim Essen war das, oder? Ja, aber wann bist du denn gekommen? Ich bin, glaube ich, eine Woche vor Drehbeginn gekommen. So Und kurzfristig. es war echt ziemlich kurzfristig. Und für mich war es auch krass, weil ich irgendwie niemanden kannte. Tatsächlich hatte nur mit Soran irgendwie so kurz davor telefoniert. Und ja, dann haben wir uns eigentlich, habe ich eigentlich alle gleichzeitig kennengelernt. Es war ein bisschen überfordernd, aber lustig, weil alle nett waren. Das heißt, genau. Und dann waren wir, glaube ich, irgendwas. Ich glaube, wir haben gegessen. Ja, wahrscheinlich haben wir gegessen. Das ist schon krass, wenn schon irgendwie die ganze Crew irgendwie eingespielt ist und sich kennt und dann kommt man so dazu. Puh, Ja, voll. nicht Aber leicht. es war, ich wurde gut aufgenommen, sagen wir es so. Es war Hoffentlich. nicht schwierig. Also ich konnte es erstmal gar nicht glauben, weil ich so reingezogen war schon beim ersten Gucken. Und als wir das Casting bekommen haben, stand da, ich habe es heute nochmal nachgeschaut, Young Adult Online-Serie mit Bayern und Kitzbühel. Es stand auch schon total alles da, wie es dann auch gekommen ist. Also November bis März gedreht. Irgendwie, ich glaube sogar die Drehtageanzahl war auch schon da und auch schon junge Kitzbühlerin, traumatisierende Erfahrung und geht da durch. Und ich meine, es geht sie geht von einer Ebene in die nächste und jede Folge macht nochmal neue Geflechte auf. Und das hatte ich beim ersten Lesen auch schon drin. Ich weiß noch, dass ich das beim Lesen am Anfang, wie ich dachte mir, wow, wie schön das ist, dass alle Charaktere die Chance bekommen, so vielschichtig zu sein, dass Themen angerissen werden bei jedem. Man hatte nicht das Gefühl, es wurde nur an der Oberfläche rumgekratzt, sondern es geht viel, viel tiefer und somit auch die Probleme, die mit den Jugend, also mit diesen Jugendlichen herkommen. Und das fand ich sehr, sehr packend, also sehr interessant an dem Buch. Also für mich war es irgendwie total fesselnd, weil man konnte irgendwie nicht aufhören zu lesen. Das hatte dann irgendwie Spaß gemacht. Dann wollte man wissen, wie geht's weiter, wie geht's weiter. Und das einmal mit seiner eigenen Figur, aber auch mit allen anderen. Also man hat irgendwie überall so ein bisschen mitgefiebert. Und ja, dann hatte man eigentlich eher Lust, einfach loszudrehen irgendwie. Also so war es bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber es war so, ja, Dann auch sofort angekitzelt. losgedreht, oder? Ja, eigentlich Direkt schon. bekommen und direkt losgelegt. Ja. Ja, es war toll. Also, ich habe mich halt total gefreut, Netflix zu machen. Ich wollte immer schon mal eine Streamer-Sache machen und drum die Bücher dann zu lesen, war ja fast irgendwie surreal, dass man das wirklich bald macht. Und die Geschichten, es ist super gut geschrieben. Also, die Autoren waren wirklich gut und haben sich lange damit beschäftigt. Und also man hat gesehen, das ist alles bis zum letzten Ding ausgearbeitet. Und ja, dann wollten wir einfach nur noch drehen, ne? Ich glaube, ich fand es sehr reizend, dass Dominik jemand ist, der sich nicht wirklich schnell oder leicht entscheiden kann, was auch ein großes Thema ist bei ihm, dass er Eltern hat, die sehr einflussreich sind
und dadurch eher selbst wie schon fast unter Zugzwang steht. Ne? Also er kann nicht einfach frei entscheiden, sondern muss schauen, dass es auch den Erwartungen der Eltern gerecht wird. Und das fand ich so spannend, weil ich persönlich habe diese Ebene in meinem Leben nicht. Also im Gegensatz zu Dominik wusste ich, wo der Weg hingeht. Und es war spannend, sich da zurückzuversetzen und zu gucken, okay, wo gibt es Parallelen zu mir und zu dieser Rolle? Ja. Ja. Ja, bei mir war das zum Thema Rache. Also ich dachte so, okay, was ist Rache? Wo empfinde ich Rache? Oder was tarne ich als Rache? Und wie kann ich einer Figur so eine tiefe Verletzung geben? Oder wie fühlt sich das an, so tief verletzt und enttäuscht zu werden und so den Boden unter den Füßen weggerissen zu kriegen, dass das Einzige, was ich noch sehen kann, ist, sie muss weg. Sie, also diese Todesgedanken, so, da dachte ich so, da will ich reingehen. Da will ich reingehen, weil es so weit aus meiner Komfortzone raus ist. Ich bin extrem harmoniebedürftig und eher sehr konfliktscheu. Und das ist ja das, also das ist so ein Gegenstück. Lissy geht rein, sie sucht genau, wo tut's weh und da geht sie rein. Und da dachte ich dann, okay, das ist die größte Herausforderung, die ich mir stellen könnte, dann mache ich das jetzt. Bei mir war es eigentlich das, dass er sich ja eigentlich sehr für andere Menschen einsetzt und sich selber dabei so ein bisschen vergisst. Und irgendwie habe ich ihn so beim Lesen direkt ins Herz geschlossen. Also irgendwie habe ich ihn direkt lieb gehabt. Und dann war ich so, okay, gut, ich will den spielen. Also ich will Hans sein. Und genau, ja, das war es eigentlich. Ich war ja eigentlich für die Lesi beim Casting, lustigerweise, weil sie auch Österreicherinnen gesucht haben. Und dann habe ich gehört nach der ersten Runde, nee, komm doch mal lieber für die Vanessa. Und ich so, was, warum? Warum soll ich schon wieder die Böse spielen? Aber nee, ich finde die Figur total spannend, weil sie eine wunderbare Entwicklung zurücklegt. Also das möchte man ja als Schauspieler, eine Figur spielen, die viele Facetten zeigen kann, die eben oben startet und dann wirklich diesen Bogen hat und wo man am Schluss die Figur wirklich zerbröseln sieht und am Boden sieht. Und das war für mich ein großer Anreiz und es hat dann zum Spielen super viel Spaß gemacht. Ich kann keine einzige Szene ausmachen, sondern ich kann es nur als Reise beschreiben und ich bin auch voll mit Lissy mitgegangen und da auch sehr in ihrer Ansicht drin geblieben. Weil ich auch das Gefühl hatte, das ist das, was sicherer, das ist das Sicherste. Sie ist so eingekapselt gleichzeitig und hat dann immer wieder so Lichtblicke da rein. Aber das war schon, also alles herausfordernd und nichtsdestotrotz, gerade die Sequenzen, wo Lissy dann aufgemacht hat und frei geworden ist, das hat dann für mich auch umso mehr mir gegeben, weil ich dann halt wusste, okay, ich mache das gerade mit ihr zusammen und das ist auch festgehalten und da und erzählt was und ist wichtig. Also gerade in ihrer Verletzlichkeit, gerade wenn sie sich dann doch hingibt und weich wird und sich dann wieder zurückfängt und so. Also das ist nicht Spaß im Sinne von eine Euphorie-Achterbahnfahrt, sondern halt eher so die Freude, dass es so viel Substanz hat. So, das mag ich. Ja. Ja. Ich kann da auch nur anschließen, es gibt jetzt für mich keine spezifische Szene, die jetzt aufzählen könnte, weil jede Szene ihre eigenen Schwierigkeiten mit sich gebracht hat und jede Szene in sich komplex war. Und von dem her war das diese Journey, von der Sophie gerade spricht, das ist wie ein Stolpern von Szene zu Szene, auch nicht chronologisch zu drehen, klar, nie. Aber dass man diese Reisen quasi quer und überall und durcheinander macht, und das war sehr spannend. Und aber auch dadurch, dass wir in so einer Bubble waren durch Covid, es hatte einerseits was Geschütztes, was auch sehr schön war, weil man wie so eine kleine Familie hatte währenddessen. Und nur eben mit diesen Leuten Zeit verbringen konnte und andererseits
hat dieses Maskentragen am Set natürlich, was ja wichtig ist, um die Sicherheit zu gewährleisten, auch bei den Proben teilweise die Masken anzuhaben, hat ein bisschen gestört, aber wir wussten alle, warum und weshalb. Und deswegen konnte man sehr guten Umgang, einen Umgang damit finden. Ja, ich würde da gerade gerne noch kurz was sagen, weil ich mich erinnere, ich habe mich immer gefreut, wenn Bless auch mit ans Set gekommen ist, weil er eigentlich immer Musik dabei hat. Das heißt, er hat dann manchmal einfach mir einen Stecker ins Ohr gehauen und es ist ja wirklich, es passiert viel an so einem Set. Und es wird umgebaut, die gesamten Gewerke wirken ja zusammen, um diese Figuren und die Situation zu beleuchten. Und ich habe manchmal Schwierigkeiten, Dinge auszublenden und bei mir zu bleiben. Und dann kam Bless und hat gesagt, jo, mach mal Musik. So, das war immer ein schöner Moment. Ja, das war mal ganz schön. Das war immer, ja. Es waren schöne Momente, bevor man nochmal in die Szene gegangen ist, weil man diese Intimität auch nochmal anders hergestellt hat. So, und diese Ruhe miteinander. Ja, also für mich war die Szene am schwierigsten, wir wirklich draußen bei minus 20 Grad gedreht. Es war echt saukalt, wirklich. Und wir hatten irgendwie nichts an, nur so ein Abendkleidchen. Und wir haben den ganzen Tag draußen verbracht. Und es war wirklich hart. Unsere Lippen sind blau geworden. Wir konnten unsere Kiefer gar nicht bewegen, weil es so eingefroren war. Und allein zu sprechen war eine Herausforderung. Also das war schwierig, aber dafür gab es so viele wunderschöne Szenen. Also wirklich, unser erster Drehtag war die Szene, wo wir alle ins Pool geschubst werden und da einfach mit Klamotten da mit fünf anderen jungen Leuten ins Pool zu springen, also war einfach so Riesenspaß. Und diese Partysequenz natürlich, wenn man während Corona-Zeiten einfach eine riesen Party feiert und abgeht und tanzt und trinkt, natürlich nicht echt, aber natürlich war das ein schönes Entkommen der traurigen Realität letztes Jahr, wo jeder eigentlich in Tirol damals zu Hause sein musste und wir da ganz normal privilegiert weiterarbeiten durften. Ja, was bei mir so eine Szene ist, die auf jeden Fall lustig war zu drehen, sage ich mal, war die Kuhgeburt. Es gibt eine Kuhgeburt, die ich mit Kosch zusammen erleben darf. Und es war ziemlich lustig, weil es war ziemlich kalt. Also wir haben das in so einem kleinen Hof gedreht und es war ziemlich kalt und es wurde irgendwie mit so Glibber wir hatten eine Attrappe und die wurde mit so Glibber eingecremt. Es wurde halt irgendwie ziemlich kalt und eisig. Und dann haben wir eben an dieser Attrappe die ganze Zeit gezogen und diese Attrappe wurde aber nicht von einer echten Kuh festgehalten, sondern von halt einem Menschen, der halt gegengezogen hat. Und die Gesichtsausdrücke, die dieser Mann gemacht hat, waren sehr lustig und keine Ahnung, ich glaube, man sieht es vielleicht auch ein bisschen in der Szene, aber es ist auf jeden Fall schwer gefallen, da ernsthaft zu bleiben. Aber ich glaube, am Ende ist es dann doch ganz gut geworden. Aber ja, auch wir hatten immer viel mit Kälte halt zu kämpfen und allem, aber im Großen und Ganzen waren die ganzen Hotelszenen mit Kosch und so, waren, glaube ich, so am angenehmsten, weil man war halt in so einem Luxushotel. Es war warm, man hatte Zeit und ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall.